Ein Lächeln ist viel zu breit. Das ist doch niemals richtig echt. Warum wolltest du verhindern, dass wir unseren Ausflug machen? Das wollte ich doch nicht. Dein Lächeln ist viel zu breit. Das ist doch niemals richtig echt. Felicia, bin ich froh, dass du... Ich habe schon viel gesehen, aber sowas noch nicht. Es ist Starlight Glimmer. Sie hat Angst, dass das passiert, wenn wir weiter streiten. Was habe ich mir nur gedacht? Ich werde nie wieder auf meinen Bauch hören. Wenn du nichts unternimmst, hat das starke Auswirkungen auf Starlights Psyche. Aber meine Magie reicht nicht aus. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich habe deine Magie schon vergessen. Sie ist hier nutzlos. Nur du kannst was tun. Oh, Luna, ich kann sowas nicht. Ich habe mich vertan. Deine Arbeit ist so ungeheuer anstrengend. Du kämpfst ganz allein im Dunkeln gegen Albträume an. Man muss so ein mutiges und starkes Pony sein, um das zu tun. Und das Pony bist du. Ich war heute an deiner Stelle. Ich dachte, du müsstest immer nur lächeln und wirst angehimmelt. Aber ich lag falsch. Es erfordert so viel mehr als das. Tut euch das nicht an! Um Daybreaker besiegen zu können, musst du dich auf deine Stärke besinnen, wie ich es tue. Du kannst mich nicht vernichten! Ich bin diejenige, die du sein willst! Nein, bist du nicht! Du bist nicht echt und du wirst nie wieder existieren! Geschafft. Weil du bei mir gewesen bist. Ich weiß nicht, wie du das allein hinbekommst. Hast du mit dir selbst geredet? Ein bisschen. Ist das wirklich echt? Oder ist das noch ein Traum? Willkommen zurück, Schwester. Du hattest eine sehr lange Nacht, also habe ich Frühstück gemacht. Oh, nett. Diese Pfannkuchen sind köstlich. Dankeschön. Ich kenne diesen Blick. Sind sie nicht? Du musst zwar vor allen anderen immer perfekt sein, und daran bist du sehr überzeugend, aber bei mir kannst du entspannen. Wenn das so ist, die sind echt eklig. Ich weiß. Aber trotzdem danke. Ich habe dich sehr lieb. Und ich dich auch. Also, war das doch echt? Oder war das nicht echt? Und das ist jetzt gerade passiert und war noch in meinem Traum? Ich bin irgendwie verwirrt. Es war alles echt. Und es war sehr gut, auf deinen Bauch zu hören. Und dass die Karte dich hergeschickt hat. Kein anderes Pony hätte sich getraut, das zu tun, was du getan hast. Auch eine nette Art zu sagen, dass ich kurz davor stand, alles voll zu vermasseln. Es war das, was wir brauchten. Und diese Erfahrung hat uns noch enger aneinander gebunden. Moment, ich mach doch gar nichts. Ich glaube, das bedeutet, du hast deine Mission erfüllt. Wow, wenn das Twilight erfährt. Ich weiß es doch schon. Ich meine, noch nicht alles. Du hast deine Zahnbürste vergessen. Ein reiner Freundschaftsbesuch. Nicht, weil ich besorgt war, war ich nicht. Ich wusste es. Ich bin so stolz auf dich. Erzähl mir alles. Fang aber erst an, wenn ich fertig bin mit dem Überventilieren. Oh, übrigens musst du dich um einen Ausflug kümmern und das Timberwolf-Problem noch klären. Was? Oh, ach, die Sonne. Dann gehe ich mal schlafen.